Zum Stellvertreter Petri wird dann endgültig Leo der Erste, der als nur einer von zwei Päpsten den Beinamen der Große trägt. Seine Autorität wuchs vor allem, als es ihm gelang, 552 Attila und die Hunnen zum Abzug aus Oberitalien zu bewegen und 455 bei Geiserich die Verschonung der römischen Bevölkerung zu erwirken. Er hat sich grundlegend zum Primat des römischen Bischofs geäußert. Leo baut auf den Gedanken Augustinus auf und bewog 445 Westkaiser Valentinian III. Zu einer grundsätzlichen Sanktionierung der Autorität des römischen Bischofs gegenüber allen anderen Kirchen und Oberhirten im Westreich. An Ostkaiser Leo I. schrieb der Papst, dass die Herrschaft der weltlichen Machthaber vorrangig zum Schutz der Kirche übertragen worden sei. Darauf bauen seine Nachfolger massiv auf. Auch der Kaiser muss in Glaubensfragen der Kirche gehorchen und die göttlichen Gesetze achten. Leo war es auch, der in der Paulskirche die bis heute fortgeführten Medaillons mit den römischen Bischöfen anbringen ließ. Wahrscheinlich hat er einen ähnlichen Bilderzyklus in der Peterskirche anbringen lassen, wo er als erster Papst auch bestattet wurde. Bedeutend war ein weiterer Brief an den Metropoliten von Saloniki, in dem er davon ausging, dass nur der Papst die volle Amtsgewalt besitze. Zwar zog sich der Brief auf einen Spezialfall, doch er wurde seit dem 9. Jahrhundert dafür verwendet, die Bischöfe an die Plenitutio Potestatis, die Vollgewalt des Papstes, zu erinnern. Ähnlich formulierte Leo es in einer Predigt zu einer Stelle im Matthäusevangelium. Er stellte die Nachfolger Petri als Vorbilder und Muster aller Bischöfe dar. Unermüdlich arbeitete er am Ausbau kirchlicher Strukturen und an der Unterordnung Galliens. Allerdings war es noch zu unstabil. Das Land war von Barbarenzügen heimgesucht.